Wir haben eure Fragen mal zusammengetragen aus den letzten Wochen und möchten euch diese in dem heutigen Q&A-Video beantworten. Wir sind Ilan und Anja. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Vorab nur der kleine Hinweis. Glücklicherweise ist die Sonne wieder rausgekommen. Da wir allerdings nur Sichtschutzgardinen haben und keine Sonnenschutzgardinen, könnte heute unser Bild dezent schwanken. Wir fangen gleich mit der ersten Frage an. Wir haben sie etwas umformuliert, um einfach ein bisschen genauer auf das Thema einzugehen. Welchen Einfluss nimmt das winterliche Wetter auf die Wärme im Tiny House? Einen geringen Einfluss im Winter. Also finde ich jedenfalls. Wir haben eine wunderbare Fußbodenheizung hier, die ist unfassbar wichtig, muss ich sagen. Also das ist mit das Wichtigste, was wir hier eingeplant haben und eingebaut haben im Tiny House. Ich würde sagen, es zieht halt hin und wieder mal ein bisschen. Wenn es draußen ganz stark stürmt und auch nur durch die Haupttür. Also die anderen Fenster sind alle super dicht verschlossen. Aber das Aluminiumfenster hier, ne? Du meinst die Aluminiumtür. Die also, Doppelflügeltür. Genau, die Doppelflügeltür. Ja. Die ist halt sehr breit. Wir haben hier fast 2 Meter oder wir haben sogar 2 Meter. Und das heißt, also Aluminium leitet natürlich dann auch etwas besser, was das angeht. Eine Wärmebrücke. Und es entsteht hier eine Brücke, die natürlich auch für Kondenswasser sorgt hin und wieder mal. Das stört mich jetzt nicht so stark wie in unserer Altbauwohnung jetzt, um da mal das ungefähr ins Verhältnis zu setzen. Also da in Berlin war das schon ganz wirklich extrem. Also der Dielenboden war eine Katastrophe. Also unser Dielenboden damals, das zog so durch den Boden durch und durch die Eingangstür und durch die Fenster. Also das war wirklich nochmal eine ganz andere Nummer. Da fällt mir auch noch ein Punkt ein. Und zwar haben wir ja unseren Frischwassertank im Tiny House Innenraum. Den haben wir ja nicht im Außenbereich. Das heißt, gerade wenn es draußen sehr, sehr kalt ist, beziehungsweise das Wasser, das Frischwasser, welches ja auch sehr, sehr kühl ist, in unseren Frischwassertank im Haus fließt und wir aber eine sehr, sehr warme, verhältnismäßig warme Raumtemperatur haben im Innenraum, entsteht natürlich auch dort Kondenswasser. Und wir waren erschrocken, wie viel das ist. Und mussten sogar unter unseren Wassertank nochmals eine Erhöhung bauen. Wir haben da noch so einen Rest XPS-Platte genommen, damit das Kondenswasser nicht direkt in den Holzboden zieht, der dort natürlich noch vorhanden ist, weil wir unseren Kork-Parkett erst vor dem Tank verlegt haben. Also das war schon erschreckend. Ja, es war schon sehr erschreckend, kann man nicht anders sagen. Aber wir haben daraus gelernt, wir haben das Problem jetzt quasi behoben oder beheben können. Und zum Thema Wind und Kälte fällt mir jetzt noch ein, dass wir dadurch, dass wir hier diese Lüftungen haben, also die dezentrale Wohnraumlüftung und im Badezimmer wiederum nur einen Ablüfter, das heißt, die zieht die Luft gar nicht raus aus dem Raum, außer wir haben übermäßig Feuchtigkeit, eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum, dass da natürlich sehr, sehr viel Wind auch durchkommt. Wenn es draußen richtig stürmt, also jetzt so im Alltag, jetzt heute auch wieder gar kein Problem, aber wenn es draußen richtig stürmt und der Wind von genau der Seite kommt, pfeift es uns durch, als ob wir Sturm lüften. Da gibt es aber einen Trick. Ja, wir waren erst total erschrocken und dachten, oh Gott, und was machen wir? Müssen wir da jetzt eine Tüte vorhängen oder so? Aber man kann... Wir haben Handtücher reingestopft. Ja, aber man kann die Kappe, die Blende im Prinzip... einfach abnehmen, umdrehen und wieder draufsetzen. Ja. Und somit ist es oben komplett geschlossen und das Problem ist behoben. Also es ist ein Kältepunkt schon, klar, weil es natürlich eine direkte Verbindung nach draußen ist. Ja. Aber es ist deutlich besser. Also das ist wirklich, das stört auch gar nicht, wenn die Fenster hier geschlossen bleiben. Mhm. Durch die Wohnraumlüftung haben wir hier permanenten Luftaustausch. Das heißt, Wärmerückgewinnung. Und eine Wärmerückgewinnung. Tatsächlich, es funktioniert wunderbar im Winter. Also unser Haus ist... würde ich sagen, für den Winter ganz, ganz gut gewappnet. Ja. Bis auf natürlich unterhalb. Unterhalb? Unterhalb unseres Anhängers, da wo die Leitungen uns einmal eingefroren sind. Aber das ist nochmal ein Thema für sich. Darauf gehen wir nochmal in einem gesonderten Video ein. Das ist uns jetzt einmal passiert. Bisher, ja. Ja, obwohl wir tatsächlich eine Begleitheizung unten haben. Aber da, das ist wie gesagt nochmal ein gesondertes Video. Nächste Frage. Bereit? Mhm. Ja. Wie ist es mit der Lautstärke bei Regen und Sturm? Also... haben wir auch schon mal gehabt, die Frage. Ja, wir sind schon mal vor ein paar Monaten darauf eingegangen, als wir, glaube ich, die ersten Nächte auch in unserem Tiny House verbracht haben. Und da hatten wir bereits erwähnt, dass es total ungewohnt ist, weil man so viel mitbekommt. Also wie es sich anfühlt, wenn der Regen aufs Dach fällt. Jetzt ist es natürlich durch unsere EPDM-Schicht auf dem Dach auch sehr abgedämpft, aber man hört es natürlich ganz anders im Vergleich zu einem großen Einfamilienhaus, wo die Wände auch einfach viel dicker und stärker sind. Ja.
Das Interessante jetzt nach wenigen Monaten ist eigentlich, dass wir uns sicherer denn je fühlen. Man hat sich irgendwie an das Geräusch gewöhnt, wenn es regnet. Man fühlt sich hier drin total geschützt. Man mag das. Das ist ein bisschen wie in so einer Höhle irgendwie. Das, also, ja, so, es kommt aber nicht rein. Ja, es kommt nicht rein und es ist draußen. Es ist schön warm hier drin und ja, man gewöhnt sich wirklich dran. Also, total. Und auch in Bezug auf den Sturm haben wir jetzt hier auf dem Übergangsstellplatz total Glück, weil der Wind meistens von der einen Seite kommt und tatsächlich nicht mehr so einen starken Einfluss auf die Bewegung unseres Hauses nimmt. Also da kann der Schleudergang unseres Waschtrockners deutlich mehr. Ja. Und auch das war total toll zu erfahren. Wir fühlen uns auch an dem Punkt Sturm viel sicherer. Ja. Also das ist hier wirklich von der Lage schon mal besser als vorher. Also wir stehen nicht auf einem freien Feld, das ist auch ganz, ganz wichtig, glaube ich. Also wir haben hier wirklich genügend Bäume, um geschützter hier auch zu wohnen. Also wir haben weniger Wind hier beispielsweise als in der Einfahrt deiner Eltern, als wir das Haus noch ausgebaut haben. Und jetzt bauen wir es ja auch noch aus. Aber also da war auf jeden Fall deutlich mehr Wind. Es kam irgendwie gezielter aus einer Richtung und hat unser Haus irgendwie gezielt auch von der Seite getroffen. Und das ist hier gar nicht. Das dreht hier mehr. Oder dass mal eine Böe unters Haus ziehen konnte. Das hatten wir vorher auch stärker erlebt, dass man dachte, jetzt ist der Wind richtig unterm Haus hergefegt. Ja. Nächste Frage. Ja. Haben wir vor, irgendwann eine Tiny House Tour von unserem Tiny House zu drehen? Und wenn ja, wann? Ja, auf jeden Fall. Also wir möchten euch natürlich unser Haus zeigen, aber wir möchten es dann auch präsentieren, wenn das Wetter wieder etwas wärmer wird und ich sag mal, unser Grundstück etwas schöner aussieht, beziehungsweise das Haus von außen auch nochmal besser eingefangen werden kann von uns. Und wir natürlich im Innenraum auch einen Stand erreicht haben, wo wir sagen, jetzt ist unser Konzept zu fast 100% aufgegangen. Also es war... Wie gesagt, es ist immer mal eine Baustelle. Fertig wird es auch nie. Aber, ja, das ist klar. Aber wie beispielsweise im Arbeitszimmer und mit unserem Schreibtisch, den wir jetzt gebaut haben. Die Leisten möchten wir noch anbringen und so Kleinigkeiten. Auch was machen wir mit den Schuhen und so. Die liegen jetzt hier teilweise noch im Raum rum. Wir wollen auch in der Tour nicht einfach nur Impressionen zeigen, sondern natürlich dann auch erklären, warum haben wir die Dinge so gemacht, wie wir sie gemacht haben? Was haben wir uns dabei gedacht? Wie ist die Multifunktionalität? Und dann macht es natürlich wenig Sinn, wenn hier der ganze Bereich voller Schuhe steht oder wenn das Minizimmer noch mit Zeug voll gestapelt ist, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Also das braucht einfach noch ein bisschen Zeit, aber wir freuen uns auch riesig darauf, endlich dieses Video dann vielleicht im Sommer spätestens zu drehen. Es kommt auf jeden Fall, es kommt. Dann kam auch noch die Frage der Kostenaufstellung. Was haben wir denn jetzt tatsächlich für unser Haus bezahlt? Also, das hängt natürlich auch mit noch den letzten Tätigkeiten zusammen, die wir hier vor der Tiny House Tour unseres Hauses auch noch fertigstellen wollen. Vorab können wir oder müssen wir euch leider schon den Zahn ziehen und uns auch, dass wir das so akkurat hinkriegen werden wie bei der Kostenaufstellung unseres Rohbaus. Das war natürlich viel einfacher, weil man die Kostenaufstellung auch vom Hersteller bekommen hat und klar war, alles klar, die Fassade kostet so und so viel, das Dach kostet so und so viel. Ja, es waren aber auch nicht so viele einzelne Bestandteile, also wie hier jetzt beispielsweise, hier können wir jetzt grob sagen, was haben wir für das Holz bezahlt für den Innenausbau beispielsweise. Die Küche oder so. Oder die Küche, genau, also was haben wir für die Pappi-Sperrholzplatten bezahlt oder für Palovnia. Was haben wir hin und wieder mal für die Fichte ausgegeben. Das wird eher so eine gesamtheitliche Aufstellung sein, also so eine allgemeine Rechnung. Es wird nicht, wir werden da nicht sehr ins Detail gehen. Da läppert sich echt viel. Man hat erst Riesenlisten gehabt und irgendwann lässt das nach. Und auch jetzt gerade passieren die Dinge sukzessive, monatlich, so wie eben das Geld auch gerade da ist. Ja. Und wir haben es schlichtweg immer mal wieder vergessen, auch die kleinen Summen, die kleinen Beträge von Schräubchen und Scharnieren und diesem und jenem, was man noch kauft, das alles fein säuberlich zu notieren. Was ich schon mal verraten kann, ist, wenn man glaubt, dass DIY-Projekte äußerst günstig sind, kann ich diesen Zahn auch schon mal ziehen. Auch die können sehr, sehr teuer werden. Es sei denn, man nimmt wirklich gebrauchte Gegenstände, alte Hölzer, dann kann es günstiger sein, auf jeden Fall. Ja, definitiv, aber nicht so, wie wir es gemacht haben. Nicht unbedingt. Nee. Wie klappt es mit unserem Hund im Tiny House? Darüber haben wir eigentlich noch nie so richtig gesprochen, ne? Ist aber ein kleiner Hund. Ja, also ich glaube, in unserer Berliner Wohnung damals war es sehr, sehr stressig am Anfang, weil er A, viel jünger war, viel dynamischer war.
wir noch sehr viel erziehen mussten. Und hier im Tiny House funktioniert das überraschend gut. Wir hatten echt noch die Befürchtung, dass er uns auf Schritt und Tritt folgt oder wir im Stress mal über ihn fallen und alles ganz hektisch und stressig wird. Na, manchmal steht er mir schon im Weg. Ich muss ihn auf sein Blatt schicken. Ja, das muss ich dann, das stimmt. Nee, also die meiste Zeit liegt er hier wirklich auf seinem Platz, außer wenn er Lust hat, was zu essen oder wenn er merkt, oh, wir sind hier in Aufbruchsstimmung. Es ist natürlich jetzt kein Vergleich mit einem Schäferhund. Ja. Aber er ist natürlich auch sehr charakterstark. Wir haben unserem Hund natürlich zum 9. Geburtstag ein Bett gekauft und nicht darüber nachgedacht, wo das denn hier Platz finden soll im Tiny House. Und jetzt ist das auch noch ein relativ großes, komfortables, wo er sich so richtig lang machen kann und mit einem großen Rand und so. Ah, das ist echt ein bisschen platschluckend. Also das hätten wir im Grundriss irgendwie besser. Aber bequem. Letzte Frage für heute. Super spannend. Ach, ich glaube, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Ja. Und zwar, wie machen wir das mit dem Internet in unserem Tiny House? Aber ja, das ist mit das Wichtigste tatsächlich, weil wir müssen ja auch unsere Videos hochladen und ab und zu mal was streamen oder recherchieren. Und wie machen wir das? Ich habe es hier schon in der Hand. Ja gut, die Marke wird man wahrscheinlich erkennen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es ein mobiler Router, für den wir uns entschieden haben, mit einer SIM-Karte. Also wir haben jetzt hier quasi grenzenloses Datenvolumen für 1 Euro am Tag, was natürlich klasse ist, weil wir somit im Monat, sagen wir mal, 30 Tage, 30 Euro zahlen und haben dafür eben LTE. Von der Geschwindigkeit sind das in der Theorie, ich glaube, 230 Mbit pro Sekunde. Die erreichen wir nicht. Jetzt kommen wir zum Punkt. Der Router ist zwar super, aber der hat nicht so einen guten Empfang wie der stationäre Router. Oder so einen stabilen. Ja, also ich würde schon beim nächsten Mal fürs Zuhause dann vielleicht etwas Stabileres wählen, obwohl wir jetzt mittlerweile auch einen Standort gefunden haben, wo er einen ganz guten Empfang hat. Wichtig ist an dieser Stelle, dass wir hier bis zu 10, ich glaube 10 oder 11, auf jeden Fall 10 Geräte anschließen können. Also auch unser Drucker läuft darüber, unsere zwei Handys, die Laptops und was wir dann noch immer eben, vielleicht auch unser Besuch, wenn der kommt. Ja, also das funktioniert ganz gut. Ach so, die Lautsprecher, die synchronisieren sich auch hier. Also wir haben hier quasi WLAN-Lautsprecher. Was wir jetzt natürlich nicht machen können, ist, wir konnten jetzt kein Smart-Home-System darüber anschließen. Das muss man dann eben nochmal, dessen muss man sich bewusst sein, wenn man jetzt beispielsweise irgendwie so eine Philips Hue Einrichtung hat am Haus. Das geht nicht über diese mobilen Router. Da braucht man was Stationäres, also einen stationären Router mit LAN-Stecker. So, wir hoffen, mit dem Licht war es nicht ein zu großes Durcheinander. Wir gehen jetzt definitiv in die Sonne. Das gönnen wir uns jetzt und wir hoffen, dass euch das Q&A gefallen hat. Wie gesagt, wie immer, wenn euch jetzt wieder neue Fragen eingefallen sind, es Themen gibt, über die wir mal sprechen sollen in Zukunft, packt uns das gerne in die Kommentare oder schreibt uns wieder eine E-Mail an thetinydifference@gmail.com. Lasst uns auch gerne einen Daumen da und abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann aktiviert auch gerne das Glöckchen. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Wir verabschieden uns und freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss. Tschüss. Ah, da kommt sie wieder. Moment. Schneeweiß, weiß sind wir. Schneeweiß, weiß sind wir. Wir sind so weiß. Schneeweiß, weiß sind wir. Ja, wir können leider nichts machen. Es tut uns sehr leid. Oh, das sollst du mal machen. Nee, jetzt erstmal frühstücken. So, nein, jetzt Licht.